Sehr geehrter Herr Urban, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich zunächst sehr herzlich für die freundliche Einladung nach Sachsen bedanken. Uns ist das Herz aufgegangen, als wir heute nach Freital kamen. Und das Sommersemester ist ja beendet, die Urlaubszeit ist möglich und am liebsten wären wir hier geblieben zum Wandern. Aber die Welt ist klein und meine Familie und ich, wir haben schon gerade jetzt an diesem Wochenende einen Wanderurlaub gebucht mit einem alten Bekannten unserer Partei und die Welt ist wirklich so klein. Ich kam hier rein und sah meinen Freund und Kollegen hier mit seinem Zitat. Sie kennen ihn ja als unseren Bundespräsidentenkandidaten. Wahrscheinlich hat er auch schon mal in Sachsen gesprochen. Und wir gehen zusammen in Vorarlberg wandern. Das ist schon lange gebucht. Insofern konnten wir leider nicht mehr umbuchen, um hier in der Sächsischen Schweiz wandern zu gehen. Das müssen wir dann verschieben. Tatsächlich kommen Max Otto und ich beide von der Hochschule Worms. Und ich hatte damals als Gründungspräsident Max Otto berufen von einer amerikanischen Hochschule. Und er schrieb dann als sozusagen Erstlingswerk seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in Worms das Buch Der Crash kommt. Der Crash kommt ist mit 600.000 verkauften Exemplaren eines der meistverkauften deutschen Wirtschaftsbücher. Es ist gut lesbar, allgemeinverständlich geschrieben. Und der Crash kam dann ja auch tatsächlich ein Dreivierteljahr später. Und das ist natürlich dann sozusagen ein Volltreffer der Prognose. Mein heutiges Thema hat auch genau zu der gleichen Zeit, als ich mit Max Otte in unserer Hochschule gearbeitet habe, zu einem Buchprojekt geführt. Und ich werde ja zunächst über Inflation sprechen und dann konkret über die Auswirkungen der Inflation auf unsere Unternehmen. Und ich habe darüber ein Buch gemacht, das nennt sich Bilanzoptimierung für das Rating. Es ist ein absolutes Spezialbuch, ein Spezialthema, das eben jetzt nicht die große Krisenvoraussage beinhaltet, sondern das einzelne Fachaspekte anspricht, die ich heute in der gegebenen kurzen Zeit auch gerne anspreche. Und damit sind wir eigentlich beim Thema. Ja, wie gesagt, die erste Runde Inflation, die zweite Runde, was kann man konkret tun? Und jetzt, wo haben Sie den Präsenter verstanden? Achso, Sie haben den. Prima, danke. Ja. Genau, da sind wir schon bei der ersten Folie, meine Damen und Herren. Das müssen Sie einmal in Ruhe auf sich wirken lassen. Laut einer Gemeinschaftsprognose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute wird die Inflationsrate im Jahr 2022 circa 6% betragen. Das ist der Durchschnitt des Jahres, das ist noch akzeptabel, das wird wohl so sein, auch wenn wir im Moment ja bei 8% sind. Der zweite Satz ist schon sehr problematisch. Auslöser für die steigenden Verbraucherpreise ist der Krieg in der Ukraine. Und das ist ja nicht nur und auch nicht zuvorderst. Das hat noch andere Ursachen, die kann man auch kurz benennen. Das ist die gewaltig ausgeweitete Geldmenge. Das ist die Hauptursache. Und dann sagen doch tatsächlich die Kollegen, die Profi-Volkswirte der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute für 2023 eine Inflationsrate von 2,8% voraus. Und da kann ich nur sagen, wer es glaubt, wird selig. Ich glaube das nicht. Ich persönlich glaube, dass die Inflationsrate da bleibt, wo sie jetzt ist, nämlich bei 6, 7, 8%. Denn wo soll denn die Senkung herkommen? Die Energiepreise werden nicht zurückgehen. Ja, und was ist eigentlich die gesetzliche Grundlage für unsere Geld- und Finanzpolitik? Und wir haben sehr gute und präzise Gesetze. Ich zitiere die drei wichtigsten Gesetze. Und zwar zunächst das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft. Paragraph 1. Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten, insbesondere auch die Stabilität des Preisniveaus zu verfolgen, herzustellen.
Dieses Gesetz stammt noch aus der Zeit von Karl Schiller. Einige von Ihnen werden sich an den Namen erinnern. Es war ein sogenannter Superminister, weil er hatte die Ressorts Wirtschaft und Finanzen damals in Bonn inne. Er war, als er das Gesetz kreierte, noch SPD-Mitglied, ist dann später aus der SPD ausgetreten, aber er hat gute Sachen gemacht. Und das ist Gesetz in Deutschland. Bund und Länder haben die Preisstabilität zu garantieren. Und dann haben wir das Gesetz über die Deutsche Bundesbank, Paragraph 3. Na, das besagt auch, sie, die Bundesbank, wirkt an der Erfüllung seiner Aufgaben mit dem vorrangigen Ziel mit, die Preisstabilität zu gewährleisten. Mit dem vorrangigen Ziel. Und zu guter, nicht zu guter Letzt, aber die drei wichtigsten Sätze kann ich ja hier nur vorstellen. Aller guten Dinge sind drei. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und hier die Vorschriften zur Europäischen Zentralbank. Auch da steht drin, sein vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Jetzt haben wir schon mindestens drei Institutionen, die ja offensichtlich total versagt haben. Ich habe hier nur vorsichtig reingeschrieben, sind die gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden? Und meine Damen und Herren, die Antwort ist klar, nein. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik unseres Landes, nicht nur unseres, auch anderer europäischer Länder, verstößt fortdauernd gegen geltendes Recht, einschließlich der EZB und der Bundesbank. Das war früher mal anders. Inflation, schrieb einst der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, ist immer und überall ein monetäres, ein geldwirtschaftliches Problem. Dahinter steht die Überlegung, dass langfristig die in der Volkswirtschaft umlaufende Geldmenge darüber entscheidet, wie sich das Preisniveau entwickelt. Die Geldmenge. Na? Wächst die Geldmenge stärker als die Gütermenge, schlägt sich der monetäre Überhang früher oder später in steigenden Güterpreisen nieder. Und das, was hier auf diesem PowerPoint steht, ist die eigentliche Ursache der Inflation. Und nicht, wie es uns die Mainstream-Medien und auch Portale wie Statista politisch korrekt weismachen wollen, der Ukraine-Krieg. Hier sehen wir das Wachstum der Geldmengen. Es gibt sogenannte Geldmengenaggregate M1 bis M0 bis M3. Das sind Zählweisen, wie die Geldmenge gezählt wird. M3 ist alles. Das ist von Bargeld bis Forderungen und Verbindlichkeiten. Und wir sehen hier ein rasantes Wachstum der Geldmenge. Hier übrigens dieser steile Anstieg im letzten Drittel dieses Charts, wenn man hier so das Lotfeld 2010, also so richtig los geht es dann ja hier, das ist dann die Euro-Krise, ausgelöst durch die Griechenland-Krise. Ja, das ging vorher schon los, ja, also eine relativ langfristige Versündigung gegen das Ziel der Preisstabilität, aber so richtig Gas gegeben haben die dann mit der Eurokrise und bis heute geht das hier immer steiler nach oben. Wir sind mit unserer Preisexplosion auf Basis der Geldmengenexplosion nicht alleine. Die Geldmenge und die Inflation ist im ganzen Euroraum gewaltig gestiegen. Wir sind da sogar quasi in einer Art Mittelfeld. Ja, aber das ist ja kein Trost. Das ist ja kein Trost. Im Gegenteil, dass das in den anderen europäischen Ländern auch so ist, so negativ ist, das verschlimmert die Krise insgesamt. Ja. Und wir haben eine unheilvolle Zielsetzung der EZB, denn im zweiten Halbjahr 2021 hat der Europäische Zentralbankrat seine geldpolitische Strategie vorgestellt. Das ist hier ein Originalzitat aus den Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank. Die Quellen sind ja jeweils angegeben. Sie können das alles nachprüfen. Sie brauchen mir das nicht so zu glauben. Sie können das alles nachklicken. Steht alles im Netz.
peilte die EZB bislang Inflationsraten von mittelfristig unter, aber nahe 2% an. So sieht sie nun Preisstabilität als am besten gewährleistet bei einer Inflationsrate von mittelfristig 2%. Meine Damen und Herren, bei Habenzinsen von 0% bedeutet das anders ausgedrückt, die EZB will, dass wir alle als Geldvermögensbesitzer jedes Jahr 2% ärmer werden. Das ist nicht populistisch formuliert, sondern wissenschaftlich. Das ist ja Mathematik. Wenn wir als Geldvermögensbesitzer keine Zinsen kriegen, wir haben eine Inflation von 2%, werden wir 2% ärmer. Ja. Wie gesagt, Geldvermögensbesitzer. Wenn Sie glücklich in Immobilien oder Aktien oder Gold investiert sind, ist das etwas anderes. Ich spreche von Geld. Und da hatten wir nun mal 0 oder 0, etwas Habenzinsen. Ja. Und die EZB hat mit dem extremen Geldmengenwachstum und dem 2%-Ziel die Büchse der Pandora geöffnet. Eine solche unverhältnismäßig ausgeweitete Geldmenge kann eigentlich nicht mehr eingefangen werden. Wie soll man das machen? Ja. Und eine gewisse lauwarme Rechtfertigung, die aber keine Rechtfertigung im eigentlichen Sinne ist, auch außerhalb des Euroraums steigen Geldmenge und Inflation. Hier Zahlen von der Federal Reserve Bank of St. Louis, also einem Ableger der Fed, der amerikanischen Zentral- und Notenbank. Auch dort ist die Geldmenge explodiert. Das heißt, wir haben schon, und das muss ich natürlich der wissenschaftlichen Objektivität geschuldet sagen, wir haben gewisse externe Effekte. Man nennt das auch importierte Inflation, ja, aber auch das ist nicht der Hauptgrund, sondern die Inflation ist im Wesentlichen selbst gemacht. Von unseren Wirtschafts- und Finanzpolitikern der letzten 20, 25 Jahre. Ursachen der Inflation und Hintergründe. Warum ist es eigentlich bisher nicht zur Katastrophe einer Hyperinflation gekommen? Hyperinflation nennt man auch galoppierende Inflation. Genaue Bandbreiten dafür gibt es nicht. Ich würde sagen, eine hyper- oder galoppierende Inflation ist zweistellig. Da sind wir Gott sei Dank noch nicht. Denn eine Hyperinflation endet immer mit einer Währungsreform. Und das ist keine volkswirtschaftliche Theorie. Das hatten wir ja im Jahre 1923 in Deutschland. Da dauerte diese Hyperinflation genau von Januar 23 bis November 23. Und ich habe noch die Geldscheine meiner Großeltern. Die sind dann morgens mit 1 Million Reichsmark zum Brötchen holen gegangen. Eine solche Währungsreform führt zum Verlust des größten Teils des Geldvermögens der Privatpersonen und Unternehmen. Ja. Also wir können übrigens auch die Umstellung von D-Mark auf Euro als Währungsreform thematisieren, aber so politisch unkorrekt will ich gar nicht sein. Aber 1948 hatten wir auf jeden Fall eine Währungsreform. Und da wurde Geldvermögen im Verhältnis 10:1 umgestellt. Man hatte hinterher also noch 10% seiner Ersparnisse. Ja. Und warum ist es jetzt bisher noch nicht zu einer solchen finanzpolitischen Katastrophe gekommen? Die Antwort ist, oder man kann eine klare und präzise Antwort geben, weil die Höchststände an den Immobilien- und Aktienmärkten die gewaltigen Geldmengen aufgesaugt und gespeichert haben. Fragt sich natürlich, was passiert, wenn wir den nächsten Aktiencrash haben oder wenn einmal ein Immobiliencrash kommt und diese Märkte die Liquidität abgeben. Und volkswirtschaftlich ist ein Garant, das ist eine Formel, ein Garant für eine Hyperinflation, das Produkt der Faktoren Geldmenge und Geldumlaufgeschwindigkeit. Wenn man eine große Geldmenge hat und die schlägt sich schnell um, dann führt das immer zu einer Inflation, zu einer galoppierenden Inflation. Ja.
Ja, und diese führt eben zu einer drohenden Vernichtung des Geldvermögens. Und da sind wir Deutsche ganz besonders betroffen, weil es eben immer noch so ist, dass Sparen auf Girokonten oder das gute alte Sparbuch erstaunlicherweise die präferiertesten Geldanlage- oder Sparformen hier in Deutschland sind. Ja. Mit Nullzinsen. Ja. Dann kommen die Renten- und Kapitallebensversicherungen, dann kommen Bausparverträge. Ja. Und das ist alles Geldvermögen, kein Realvermögen. Wir haben ja die zwei Klassen, Geldvermögen und Realvermögen. Und jetzt in dieser Grafik kommt der erste Balken des Realvermögens, das sind die Immobilien. Ja. Immobilien überstehen insofern einen Crash, als dass die Immobilie selbst ja nicht durch die Kapitalmarktvorgänge vernichtet wird, sondern sie wird dann anschließend in der neuen Währung neu bewertet. Ja. Investmentfonds, eigentlich, es hängt davon ab, was da drin ist, aber eigentlich auch Geldvermögen. Es gibt natürlich Immobilieninvestmentfonds, dann kann das besser sein als Geldmarktfonds. Riester-Rente ist Geldvermögen, die ist weg. Kurzfristige Geldanlagen sind weg und Aktien. Das wäre jetzt eine Streitdiskussion mit meinem Kollegen Otte, weil Kollege Otte sagt, Aktien sind Realvermögen. Ja, rein von der betriebswirtschaftlichen Theorie her sind sie das auch, weil sie garantieren ja einen Teilbesitz am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft. Genau wie viele von Ihnen werden GmbH-Gesellschafter sein, mit Ihrem GmbH-Anteil haben Sie einen Teilbesitz am Eigenkapital Ihrer GmbH. Also insofern schon. Die Frage stellt sich natürlich, was passiert in der großen Krise, wenn sich die ganze Aktiengesellschaft oder GmbH vom Markt verabschiedet, dann nutzt einem, das theoretische Realvermögen auch nichts mehr. Dann ist die Gesellschaft in der Insolvenz und man hat eben nichts mehr. Ja. Und mit diesen problematischen Vermögensklassen wird einem erst richtig bewusst, was uns droht. Ja. Gold oder Edelmetalle, das ist jetzt hier nicht drauf, das ist natürlich auch eine Realvermögensklasse, ja. Die übersteht die Krise, wenn nicht der Privatbesitz von Gold verboten wird. Und das hatten wir, ich frage dann immer gerne auch so meine Studenten, in welchem Land wurde 1933 der Privatbesitz von Gold verboten? Ja klar, das war hier, das war da die böse Zeit. Nein, nein, es war in den USA. Ja, in den USA wurde 32, 33 der Privatbesitz von Gold verboten. Also sie haben es eingezogen und haben es in Fort Knox gelagert. Also man könnte über diese ganzen Vermögensklassen abendfüllend sprechen, hochinteressant. Aber was ich ja mit diesem Chart nur zeigen will, wir sind als Deutsche besonders gefährdet, weil eben das Sparbuch, insbesondere bei der älteren Generation, eine ganz präferierte Anlageform ist. Ja, kann man denn jetzt als Privatperson und Unternehmer auch Inflationsgewinner sein? Also verstehen Sie die Frage jetzt nicht moralisch, weil es geht nicht darum, dass man auf Kosten anderer Inflationsgewinner ist, sondern dass man sich rettet. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, bei jeder Fremdkapitalaufnahme, auch in normalen Kapitalmarktzeiten, sind Inflationseffekte zu berücksichtigen. Die totale Geldwertstabilität in Marktwirtschaften ist selten. Ja, aber man kann von Geldwertstabilität sprechen, wenn die Inflation unter 1% ist und die haben Zinsen darüber. Ja, dann könnte man sagen, das ist Geldwertstabilität, nur das ist ja bei uns eben nicht der Fall. Umgangssprachlich ist Inflationsgewinner ein Schuldner, der hinsichtlich der Rückzahlung seiner Schulden von der Inflation profitiert. Weil Schulden, die wir aufgenommen haben, das gilt fürs Privatvermögen wie auch fürs Betriebsvermögen, bleiben ja bei der Bank als Nominalschulden in den Büchern.
Und wenn es nun so ist, dass unsere Unternehmensgewinne oder auch unser Einkommen aus angestellter Tätigkeit steigt und im Moment haben wir ja Lohnsteigerungen von 5-6%, die müssen die Gewerkschaften auch fordern, sonst haben wir noch eklatantere Verluste der realen Kaufkraft. Wenn das jetzt steigt, dann haben wir mehr Geld zur Verfügung in der Inflation, um die nominal ja gleichbleibenden Schulden zu tilgen. Ja. Und insofern kann es ökonomisch rational sein, sich bei einer Inflationserwartung beziehungsweise am Beginn einer bereits steigenden Inflationsphase zu verschulden beziehungsweise höher zu verschulden als ohne die Inflationserwartung. Also es ist ein spekulatives Element, aber kein böses. Man schadet ja keinem Mitbürger damit. Ja. Aber die Kapitalrendite sollte höher sein als der Fremdkapitalzinssatz. Meine Damen und Herren, Sie als Unternehmer wissen das. Man nennt das einen positiven Hebelwirkungseffekt oder in dem präferierten angelsächsischen Kauderwelsch der Wirtschaftswissenschaften einen Leverage-Effekt. Und eine Aufnahme von Fremdkapital, dessen Zinssatz bereits vor der Inflation höher ist als die Kapitalrenditen, die damit erwirtschaftet werden, um die nur durch den Abschmelzungseffekt der Inflation Sinn zu machen scheint, ist sehr spekulativ und bleibt hier außerhalb der Betrachtung. Solche spekulativen Elemente hatten wir übrigens in hohem Maße bei der Krise und dem Crash 1929. Es gibt auch den Begriff der Dienstmädchen-Hos, also Hos der starken Nachfrage nach Aktien. Das ist in Amerika so gewesen, dass da eben Dienstmädchen oder Personen, die vom Aktienmarkt keine Ahnung hatten, Kredite aufgenommen haben, um damit Aktien zu kaufen. Und dann crashte der Markt und sie saßen auf ihren Krediten und da war dann eben der Fremdkapitalzins höher als die Dividende, die sie aus den Aktien kriegten und überhaupt als das Aktienvermögen, das sie nach dem Crash noch hatten. Also das ist jetzt kein theoretisches Modellbeispiel, das war damals wirklich eine Katastrophe für die Menschen, in Deutschland fast weniger ausgeprägt, aber speziell in den USA, die versuchten, in diesen Aktienboom noch reinzugehen und dann feststellen mussten 1929, dass sie sich ruiniert hatten. Ja, Sonderfälle, wo dann mal ausnahmsweise vielleicht doch der Fremdkapitalzinssatz höher sein kann als die Rendite, die man erwirtschaftet, sind Investitionen in, also sichere Investitionen in das Privatvermögen, wie zum Beispiel Eigentumswohnungen und Eigenheime. Hier sind wir in Deutschland nicht Weltmeister. Da gibt es viele andere europäische Länder, England, Italien, ja, wo im Durchschnitt der Bevölkerung wesentlich mehr Menschen Immobilieneigentum haben als bei uns. Ja. Und da kann es ausnahmsweise Sinn machen, Kapitalrenditen unterhalb des Fremdkapitalzinssatzes zur langfristigen Vermögenssicherung hinzunehmen. Aber das ist ein Sonderfall. Ja. Ja, und bei der Inflationserwartung sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Szenarien zu unterscheiden. Das erste ist eine schleichende Inflation. Das heißt, die Inflationsrate steigt moderat über einen langen Zeitraum und bringt dem Spekulationsschuldner einen ebenfalls moderaten, aber dauerhaften Inflationsgewinn. Wir haben also da keine oder noch keine Währungsreform. Zweiter Fall, die Inflationsrate steigt innerhalb eines bestimmten Zeitraums stark an. Dies führt zu einer galoppierenden Inflation und schließlich zu einer Währungsreform. Zwar immer zu einer Währungsreform, weil es gar nicht anders geht. Es ist nicht praktikabel von den Aufgaben des Geldes, wenn man eben morgens mit einem 1-Million-Euro-Schein Brötchen holt. Also die Zentralbank kann dann gar nicht anders. Ja, falls es jetzt dem Schuldner gelingt, während der galoppierenden Inflation seine gesamten Schulden oder größere Teile davon zu tilgen, kann sich ein signifikanter Inflationsgewinn ergeben. Und man liest das hin und wieder, ich höre das auch hin und wieder im Freundes- und Bekanntenkreis, dass sie sagen, ja,
macht mir jetzt alles nichts, weil ich bin ja Inflationsgewinner oder ich hoffe, dass ich Inflationsgewinner bin. Aber das Thema ist nicht zu Ende gedacht. Ja? Denn wir brauchen die Kenntnis, und zwar systematisch in einer übersichtlichen Excel-Tabelle, über die Zinsbindungsdauer und die Sondertilgungsmöglichkeiten. Denn wenn man jetzt sich das Jahr 1923 vorstellt, das waren nur 9 Monate, 9, 10 Monate waren das mit der galoppierenden Inflation. Und wenn Sie mal in Ihre Kreditverträge gucken, wie viele Sondertilgungsmöglichkeiten Sie haben, dann wird das schwierig, den größten Teil der Schulden in einer so relativ kurzen Zeit zu tilgen. Branchenüblich im deutschen Kreditgewerbe sind Sondertilgungsmöglichkeiten von 10%. Und wenn man mehr haben will, muss man das bezahlen mit einem höheren Zinssatz. Ja. Und 10% sind dann gar nicht so viel während einer galoppierenden Inflation. Man kann das jetzt aussteuern, indem man kurze Zinsbindungsfristen wählt. Weil wenn die Zinsbindungsfrist in einem ansonsten länger andauernden Kreditvertrag ausläuft, dann hat man mit dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist automatisch Sondertilgungsmöglichkeiten. Man kann den ganzen Kredit wegtilgen. Ja. Man muss also auf diesem Instrumentarium professionell spielen, um eine mögliche galoppierende Inflation dann auch wirklich nutzen zu können. Und wie gesagt, man schadet ja niemandem damit. Es ist zwar der Begriff Spekulation hier drin, aber es ist an sich nichts Böses. Ja. Und ja, tun Sie das mal. Wissen Sie, wie viel Sie während einer galoppierenden Inflation überhaupt tilgen könnten? Und meine Damen und Herren, ich denke, die meisten von Ihnen haben sich eine solche Excel-Tabelle noch nicht gebaut. Das ist aber nicht schwer. Ja, Sie brauchen ja nur Kreditverträge dorthin zu legen und die Excel-Tabelle zu befüllen. Und dann können Sie schauen, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, wieder so einen Zeitraum von 19, 11 Monaten zugrunde legen, wo das dann so richtig eskaliert, wie Sie dann da rauskommen. Nicht? Denn wenn Sie da nicht rauskommen oder wenn Sie nicht einen signifikanten Teil Ihrer Schulden tilgen können, dann könnten Sie eben Inflationsverlierer werden. Dann können die Schulden im Rahmen der Währungsreform in einem ungünstigeren Verhältnis umgestellt werden. Ja. Hängt natürlich davon ab, was man dann nach der Währungsreform als Realvermögen zur Verfügung hat. Aber 48 war es eben so und auch 23, dass die Schulden in einem ungünstigeren Verhältnis umgestellt wurden. Ja, dann kommen wir so langsam in den betriebswirtschaftlichen Teil, und zwar in den Teil Kreditwürdigkeit und Rating mittelständischer Unternehmen. Ja, da habe ich also gerade gestern neueste Zahlen von der Kreditreform bekommen, und die Unternehmensinsolvenzen befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Hier sind die Unternehmensinsolvenzen. Erstaunlicherweise haben wir hier noch in 2020 noch gar keinen extremen Corona-Ausschlag. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich nehme an, es liegt auch an den Corona-Hilfen. Ja. Und jetzt im ersten Halbjahr 2022 haben wir 7.300. Also wenn das so weitergeht, werden wir zwischen 14.000 und 15.000 Insolvenzen haben. Und es kommt eben darauf an, dass wir mit unseren Unternehmen nicht dabei sind. Sie wissen, die Paragraphen 19 bis 21 Insolvenzordnung sind relativ scharf. Wenn man auf Sicht von 3 Wochen, voraussichtlich seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen kann, dann müssen Sie schon Kontakt mit dem Amtsgericht aufnehmen, gegebenenfalls über einen Steuerberater, und müssen einen Insolvenzberater bestellen. Das heißt noch nicht, dass Sie wirklich dann abwickeln. Das Insolvenzrecht ist ja vor 10 Jahren sinnvollerweise novelliert worden, dass man eine Sanierungsplanung machen kann. Also das muss auch nicht tödlich sein, aber das ist schon sehr kritisch. Ja, und die Forderungsverluste, die aus diesen Insolvenzen resultieren, die sind gestiegen. Ja.
Das ist doch recht signifikant. Also wir haben hier erhebliche Forderungsverluste je Insolvenzfall, 2,6 Millionen. Ja, und es geht eben auch darum, dass unsere Unternehmen nicht Forderungen gegen die Unternehmen haben, die da jeweils mit 2,6 Millionen sich verabschieden. Ja. Wir haben mögliche Krisenverstärkungen durch eine schlechtere Kreditwürdigkeit. Eine solche Kreditwürdigkeits- oder Bonitätsprüfung, die nennt man auch Rating. Sie alle sind, also Ihre Unternehmen sind alle geratet. Wir sind auch als Privatpersonen geratet, dann nennt man das Scoring bei unseren Banken. Es kann also sein, dass unser Unternehmen betriebswirtschaftlich gut aufgestellt ist. Sie haben alles richtig gemacht. Dann kommen Inflation und Krise, Aufträge, Umsatz, Gewinn, Gesamt- und Eigenkapitalrenditen fallen durch die Krise, nicht durch unsere Fehler. Das Rating wird dann schlechter, unverschuldet, und damit steigen die Zinsen auf das Fremdkapital. Ich habe am Schluss nochmal Übersichten solcher Zinsen und Ratingklassen im Vortrag drin. Das heißt, das Ergebnis und die Renditesituation des Unternehmens wird noch schlechter als nur durch die Krise, weil oben kriegen Sie ja noch mal so richtig einen mit von Ihrer Bank nach dem Motto, tja, Krise, jetzt werden die Zinsen höher. Tut uns leid, aber durch Basel 2, 3 und 4 und durchs KWG sind wir dazu verpflichtet. Sind sie tatsächlich. Also ist gar nicht mal böser Wille ihrer Bank, sondern das ist eben diese Basel-Regelung. Ja, das ist hier ein kleines Rechenbeispiel. Also ich habe da nochmal ein Rechenbeispiel reingenommen, weil ich hier nicht keine unbewiesenen Behauptungen aufstellen will. Da aber meine Vortragszeit begrenzt ist, würde ich das hier überspringen. Sie kriegen ja den Vortrag und das können Sie dann nachrechnen. Also ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wo eben durch eine Migration innerhalb dieser Ratingklassen und also dieses Unternehmen wird schlechter und dann eben eine höhere eingepreiste Risikoprämie das Unternehmen aus der Gewinnzone in die Verlustzone rutscht, bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen, also ceteris paribus. So etwas kann schnell gehen. Ich habe da schon vor 10 Jahren mit dem Bundesverband mittelständischer Unternehmen eine Pressemitteilung dazu gemacht, dass wir gesagt haben, Rating in Krisenzeiten ist volkswirtschaftlich ein gefährliches Instrument, weil eben auch gut aufgestellte Unternehmen durch diesen Zinsknüppel gefährdet werden. Und das kann ja volkswirtschaftlich, das kann wirtschaftspolitisch nicht gewollt sein. Ja, was können wir tun? Wir können eine Bilanzoptimierung für das Rating und für eine gute Widerstandskraft gegen die Krisen machen. Bilanzoptimierung heißt alles legal, da ist nichts getrickst. Und viele der Dinge, die ich hier aufgelistet habe, diese Bilanzoptimierungsansätze, kennen Sie ja. Wir können auf der Passivseite die Eigen- und Fremdkapitalstruktur optimieren. Ich würde jetzt in der zweiten Hälfte immer dafür plädieren, dass wir die Eigenkapitalquote erhöhen als Risikopuffer, auch wenn man einen positiven Hebelwirkungseffekt realisieren kann durch verstärkte Fremdkapitalaufnahme. Aber wie gesagt, das muss nicht so bleiben mit dem positiven Hebelwirkungseffekt. Wir können den Forderungsbestand optimieren, also Neudeutsch Factoring, muss alles gerechnet werden. Das sind alles keine allgemeingültigen Empfehlungen. Das muss unternehmensspezifisch gerechnet werden, ob das im Einzelfall wirklich ein gutes Instrument ist. Hier ist nur die Latte, das Spektrum dessen, was möglich ist, aufgelistet. Man kann eine Optimierung durch Miete, Leasing statt Kauf vornehmen. Natürlich, wenn das Unternehmen schon in der Krise ist, dann kann man auch Sale and Leaseback machen, was Herr Mittelhoff in der ersten Karstadt-Quelle-Krise erfolgreich gemacht hat. Das ist ja eigentlich der bekannteste Sale and Leaseback-Fall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Karstadt-Quelle wäre schon weg gewesen in der ersten Kaufhauskrise, wenn er das nicht gemacht hätte, also die Kaufhäuser verkauft hätte und anschließend wieder angemietet hätte. Aber das ist ein Kriseninstrument, wenn einem das Wasser schon bis zum Hals steht. Dann Optimierung des Vorratsvermögens,
RHB, halbfertig, Fertigwarenbestand. Da kann man natürlich viel zu sagen, da kommt ja alles Mögliche ins Spiel, wie wir Bestände optimieren, vielleicht im Einzelfall sogar Just-in-Time machen, fertigungssynchrone Anlieferung. Aber dieses Thema stellt sich jetzt in einem anderen Licht. Herr Urban hatte vorhin schon gesagt, gefährdete Lieferketten. Die globalen Logistiken sind in Aufruhr. Und es kann sich jetzt in der Krise herausstellen, dass genau die Unternehmen, wo wir früher gesagt haben, ja, du hast aber viel zu hohe Lagerbestände, totes Kapital, Kapitalbindung im Lager, das ist betriebswirtschaftlich nicht optimal, dass genau die Unternehmen jetzt sagen, ich kann aber noch produzieren und du nicht, weil du ein optimiertes Vorratsvermögen hattest. Und wir hatten das nicht, ja, und wir können produzieren, du nicht. Also hier kehrt sich sozusagen in der Krise auch, hier kehren sich betriebswirtschaftliche Empfehlungen um. Dann Optimierung der Produktpolitik, komme ich gleich drauf. Optimierung durch den Einsatz öffentlicher Förder- und Finanzierungsinstrumente. Warum nicht mit der SAB Sachsen vielleicht für eine begrenzte Zeit einmal ein GmbH-Gesellschafter reinnehmen? Und Spezialthema, Optimierung durch Auslagerung von Pensionsrückstellungen, unter anderem pauschal dotierte Unterstützungskassen. Natürlich ein sehr komplexes Thema, über den ganzen Abend sprechen kann. Das Ganze hier geht in Richtung Bilanzverkürzung bei gleichbleibendem Eigenkapital. Das heißt, wenn es Ihnen gelingt, die Bilanzsumme zu verringern, die Bilanz zu verkürzen, aber Sie das Eigenkapital gleich lassen, dann wächst ja Ihre Eigenkapitalquote, denn diese ist Eigenkapital dividiert durch Bilanzsumme. Und das schlägt sich A, immer positiv in den Ratingsystemen der Banken nieder und B, auch völlig unabhängig vom Rating, Sie haben einen Risikopuffer gegen die Krise. Also ganz konkret in diesen zwei Corona-Jahren, Hotellerie, Gastronomie, wo sind wir heute? Ja, die haben überlebt, die höheres Eigenkapital hatten und die sind teilweise trotz Corona-Hilfen in die Insolvenz gegangen, die ein zu niedriges Eigenkapital hatten. Ja, Optimierung der Eigen- und Fremdkapitalstruktur. Wir sollten also einen positiven Hebeleffekt auf das Eigenkapital haben, heißt im Grunde nur, die Fremdkapitalzinsen müssen unterhalb unserer Gesamtkapitalrendite sein. Das kann sich schnell ändern. Das war ja auch bei vielen Unternehmen in der vorletzten Krise so, in der sogenannten Wirtschafts- und Finanzkrise von 2007 bis 2009. Ja. Da passierte das, dass dann eben genau durch die Effekte Wegbrechen der Auftragslage plötzlich die Gesamtkapitalrendite unterhalb der Fremdkapitalzinsen waren, die vielleicht auf 10 Jahre festgeschrieben waren. Und dann stand man da und guckte dumm. Ja. Ich habe das auch mit einem kleinen Fallbeispiel hinterlegt. Können Sie nachrechnen, wenn ich das jetzt tue, kriege ich Ärger mit meinen Auftraggebern. Sie können jederzeit auch die rote Fahne hissen, dann mache ich hier den Schlusssatz. Ja. Hier sind wir beim Factoring. Was Factoring ist, brauche ich Ihnen im Zweifel nicht zu erklären. Es muss im Einzelfall ausgerechnet werden, ob sich Factoring für Sie lohnt. Ich spreche hier, wie gesagt, von echtem Factoring, lateinisch del credere Factoring. Das ist mit einer Forderungsausfallversicherung. Aber genau deshalb könnte sich Factoring in Zukunft für Sie lohnen, weil wir hatten vorhin das Chart gesehen, dass die Forderungsverluste, die durchschnittlichen Forderungsverluste pro Insolvenzfall sehr gestiegen sind. Die sind jetzt bei 2,6 Millionen. Und wenn Sie da drin stecken mit Ihren Forderungen und haben die gegen dieses Unternehmen, dann wird erfahrungsgemäß der Insolvenzverwalter der Gegenseite Sie mit Brosamen abspeisen. Das haben die so an sich. Und wenn man die Forderungen versichert hat, dann sieht die Welt da schon anders aus. Also hier spricht tendenziell die Krise für das Factoring, auch wenn es im Einzelfall gerechnet werden muss. Ja, Optimierung durch Miete oder Leasing statt Kauf. Hier geht es auch wieder um die Frage, wie kann ich die Eigenkapitalquote erhöhen.
Und das ist hier Vorleasing. Und das ist, Moment, da ist, glaube ich, ein kleiner Tippfehler drin in dem Beispiel. Also das steigt durch, die Eigenkapitalquote steigt durch das Leasing. Ja. Und wir brauchen natürlich, wenn wir die geleasten Vermögensgegenstände nicht in unserer Bilanz haben möchten, Stichwort Bilanzverkürzung, brauchen wir einen BMF-konformen Leasingvertrag. Es kommt da auf die Vertragsgestaltung des Leasingvertrages an, ob beim Leasinggeber oder bei uns beim Leasingnehmer bilanziert wird. Ja, und dann Bilanzoptimierung durch Optimierung des Vorratsvermögens. Ich habe da einen Fall aus der Wormser Beratungspraxis reingemacht. Das ist einige Zeit her, ich glaube, ich darf es auch sagen, das war das Unternehmen Keibel und Sieber, ein versteckter Weltmarktführer, ein sogenannter Hidden Champion. Die machen große Schneidemaschinen und typischer, guter deutscher Mittelständler. Und die hatten sich bisher noch nicht um ihre Materialwirtschaft, um ihr Vorratsvermögen gekümmert, nach dem Motto, der technische Zeichner, der Meister hat eingekauft, hat den Lieferanten angerufen, wenn die gerade Material brauchten, nach dem Motto, schickt mal rüber. Und wenn man da systematisch rangeht, dann kann man signifikant Kapital freisetzen, in dem Fall waren es 900.000 Euro. 900.000 Euro, für die ich dann keinen Kredit mehr brauche. Ja. Aber, meine Damen und Herren, ich hatte vorhin schon gesagt, jetzt sieht das ganz anders aus. Wenn wir diese Analyse jetzt durchführen würden, würden wir denen vielleicht sagen, kauft so viel ein, wie ihr könnt. Wer weiß, ob ihr nächstes Jahr noch was kriegt. Also das muss man sehr differenziert sehen und auch unternehmensspezifisch, ob man eben von globalen Lieferketten abhängig ist oder eben nicht. Ja, ganz schnell, Vorratsvermögen, Optimierung der Produktpolitik. Meine Damen und Herren, bevor ich an die Hochschule gegangen bin, habe ich die Betriebswirtschaft des Unternehmensbereichs Wasch- und Reinigungsmittel der Henkel KGaA geleitet in Düsseldorf. Ich war sozusagen der Persil-Controller, ohne einen Persil-Schein zu haben. Ja, war also für alles, was dort betriebswirtschaftlich passierte, bei Wasch- und Reinigungsmitteln zuständig. Und in den Konsumgüterindustrien haben die Produktmanager die Aufgabe, alles das zu launchen, alles das an den Markt zu bringen, was der Konsument will. Also nicht mehr nur Persil Classic, sondern Persil Color, Persil Tabs, Persil Liquid, Persil Sensitiv, Persil Schwarz, wäscht noch schwärzer für schwarze Unterhemden. Und eine riesen Produktpalette. Und das verursacht Komplexitätskosten. Und das führt gegebenenfalls zu höheren Marktanteilen, aber zu einem schlechteren Ergebnis. Es gibt da Lösungen, Prozesskostenrechnungen. Sie brauchen dafür keine Unternehmensberatung. Sie können fallweise Prozesskostenrechnungsansätze machen und können versuchen, diese Komplexitätskosten zu errechnen. Und Henkel hat das getan. Und hat 40 Marken verkauft. Ja, das ist schon was. Das war ein richtiger Befreiungsschlag, was sie damals gemacht haben. Und haben sich auf ihre Kernmarken fokussiert. Ja, ansonsten komme ich zum Schluss. Förderprogramme der Förderbanken. Hier Beispiel Rheinland-Pfalz. Die Programme sind in Sachsen aber sehr ähnlich. Ich muss gestehen, ich habe versucht, mich in Sachsen anzumelden. Ich habe aber so kurzfristig da keine Freischalte bekommen für die ganzen Programme. Für die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz bin ich selbst als Gutachter tätig gewesen. Da kann ich alles anklicken. Und hier gibt es verschiedenste Tochtergesellschaften und verschiedenste Programme, mittelständische Beteiligungsprogramme, die kann man reinholen und man weiß dann, wen man hat. In der Regel sind die nämlich seriös. Ja? Und da sind keine Business Angels oder Venture Capitalists. Und das gibt es hier in Sachsen auch mit der SAB. Und wenn Sie selbst nicht die Zeit haben, das alles durchzuklicken,
Ihr Steuerberater sollte es kennen. Der ist da doch in der Regel ein guter Ansprechpartner oder sich direkt dort beraten lassen. Das geht auch. Ja, und das sind die Programme. Ja, ich lese sie jetzt nicht alle vor. Und die Zinsen in Abhängigkeit von den Ratingklassen. Ja, also die Rating- oder Preisklassen laufen hier von A bis I. Ja, für die unterschiedlichsten Programme. Und Sie sehen, noch im Januar waren die Zinsen, wenn sie top geratet waren, A, praktisch null. Kommt man als Mittelständler schwer hin. Mittelständler sind meistens hier zwischen C und E, aber trotzdem im historischen Quervergleich extrem günstig. Und wir haben heute über Inflation gesprochen und das hat sich eben auch hier niedergeschlagen. Die Zinsen haben sich verdreifacht im ersten Halbjahr. Das fängt jetzt an bei 2,78, wenn man top geratet ist, und hört auf bei 5,78. Ja, und selbst wenn Sie, sagen wir mal, bisher so bei 3,5, also wenn Sie jetzt einen Kredit machen würden und Sie zahlen 3,5 und haben eine kurze Zinsbindung und die Krise kommt, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie migrieren, das ist der Fachbegriff, also wandern in der Ratingklasse und sich plötzlich bei 5,3 oder 5,8% wiederfinden in der Krise. Ja, und das ist nicht lustig. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, stehe für Fragen gerne zur Verfügung.